Darf ich Ihnen meine Mitarbeiter vorstellen? Das ist Gunther von Hagens. Er war mal Plastinator, hat Menschen ausgestopft. Dann ist er wiedergeboren worden als Schimpansenpräparat und gibt jetzt den Christophorus für den Buddha. Na, Gunther. Sag doch mal guten Tag, Gunther. Kann der nicht. Das ist ein Präparat. Der spricht nicht. Ich habe es schon 100 Mal versucht. Sagt nichts. Aber macht auf dicke Hose. Das sind mir die richtigen. Auf dicke Hose machen, aber nichts sagen. So sind sie. Völlig überbewertet. Völlig überbewertet. Und das ist auch kein Tabu mehr. Schimpansenpräparate? Längst nicht mehr. Ach, gibt doch keine Tabus. Sehen schon zweimal nicht. Und ach, überhaupt in den Medien. Sex und Crime. Das wirklich wahre Tabu ist doch die Langeweile, oder? Hä? Im Fernsehen wird uns das doch den ganzen Tag. Die sind doch bemüht, Langeweile zu vermeiden. Eine Langeweile-Vermeidungsindustrie. Als wäre irgendwas furchtbar an der Langeweile. Mit viel Tamtam kommt meistens auch nur Langeweile raus dann am Ende. Je mehr man das vermeidet, desto langweiliger meistens. Ganz wenig nur, was einen nicht langweilt da. Vielleicht könnte man den ganzen Tamtam einfach weglassen und mal nur die Langeweile senden. Die letzte Domäne noch nehmen, die letzte Bastion. Habe ich Domäne gesagt? Das hat man so selten, Langeweile, wirklich. Warum denn? Das ist eine gute Sache an sich. Man braucht doch die Zeit nicht immer füllen mit irgendwas. Ist doch auch mal schön, einfach nur die Zeit. Hm? Ich klinge schon wie Peter Lustig. Ihr müsst mich bremsen, wenn ich wie Peter Lustig klinge. Das soll kein medienpädagogisches Projekt werden. Nein. Wenn man fernsieht, macht man meistens ein hohles Gesicht und guckt einfach. Diese Scheibe vergisst ganz, wie man aussieht im Gesicht. Es wird so schlaff alles. Und höchstens zum Seppen tastet man sich nach der Fernbedienung. Aber nicht mal die habe ich hier. Da hat jemand gelacht. Was gibt's denn da zu lachen? Irgendwann haben wir uns alle totgelacht. Dann gibt's keinen mehr, der in unseren Gräbern weint. Dann stehen wir da, wie Gunther von Hagens, in unserem kurzen Hemd. Gibt's überhaupt nichts zu lachen. Nichts lustig.